Hola, hola YouTube. Esta noche comemos en un restaurante muy buena. Fantástico. Hola. Hola. Uy, ¿y esa es mamá? Ay, no. Egal. Paella with mit mit Nudeln. Oder mit Nudeln statt Reis. I've passed for not for. Hey, oh, this is worse. This is worse. Noch schlimmer. Ja, wir sind jetzt beim Nachtisch angelangt. Und wir versuchen gerade zu klären, wie wir zum Flughafen zu kommen. Weil wir müssen um 5 da sein. Und um 5 fährt noch keine Metro. Bröten. No real. Bröten. 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 Ist mi pueblo. Tu pueblo. Bröten. 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 Brö. 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 Kurva. Brö. Brö. Brr. 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 Hasta la muerte. Brr. Brrten. Brrten. Brr. Brrten. Jetzt fange ich schon selbst an mit dem Brr. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es 2.43 Uhr und sitzen schon am Flughafen. Hyper, hyper. Wir haben einen guten Kumpel, der gerade da am Pennen ist. Ja. Da, der Typ pennt auf diesem. Auf diesem. Na? Gepäckdings, ja. Da, wo man seinen Koffer abgibt. Da, wo man seinen Koffer abgibt, pennt er einfach drauf. Naja. Wir wollen uns jetzt gleich hier hinlegen und versuchen, ein bisschen die Augen zuzumachen. Weil Mikes Flug geht erst in 4 Stunden. Das heißt, er kann noch 2 Stunden pennen. Und mein Flug geht erst in um 11. Und es ist gleich um 3. Das heißt, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8 Stunden. Wo, och, wie cool. Wurde ja schon Umzug gestellt? Uhr wurde schon umgestellt, ja. Das heißt, ich kann noch 6 Stunden pennen. Geil. Also ich konnte tatsächlich 1 Stunde auf dem Fußboden hier im Flughafen pennen. Ich weiß aber nicht, ob man das so wirklich gut getan hat. Mike ist jetzt los, hat seinen Koffer abgegeben, ist jetzt gerade auch schon durch die Sicherheitskontrolle. Aber ich kann mein Gepäck jetzt auch gar nicht abgeben. Ich kann erst um 9:15 mein Gepäck abgeben und jetzt ist es 5:30. Das heißt, ja, ich muss fast 4 Stunden noch warten, bis ich überhaupt durch die Sicherheitskontrolle gehen könnte. Das heißt, unsere Wege haben sich jetzt schon getrennt. Ich bin jetzt gerade in so einem Café gelandet, versuche gerade was zu essen. Ich glaube, ich werde gleich einfach meinen Kopf hier auf den Tisch legen und versuchen zu pennen. Ich habe mich hier schon so ein bisschen so verbarrikadiert, sodass ich auf jeden Fall merke, falls jemand versucht, mir meinen Koffer zu klauen. Ja. Mal schauen, was das wird. So, wir haben es jetzt. Wir haben es jetzt. 8:30. 9:15 macht meine Gepäckabgabe auf. Jetzt mache ich mich langsam auf den Weg. Ich konnte jetzt noch mal, vielleicht auch noch mal so 1 Stunde pennen. Das heißt, ich komme jetzt schon auf 2 Stunden Schlaf. Ja, jetzt ist es auch schon hell draußen. Ich saß hier die ganze Zeit schön am Fenster, konnte eben auch noch irgendwie hier so einen kleinen Feuerwehreinsatz beobachten, aber ich glaube, es war eine Probe. Ja, jetzt geht's los. Ich hoffe, ich kann im Flieger noch schlafen. So, ich bin auf Teneriffa gelandet
konnte sogar noch eine Stunde im Flieger schlafen. Das war aber, glaube ich, weiß nicht, ob das so eine gute Entscheidung war. Ich fühle mich jetzt irgendwie nicht unbedingt fitter. Und ich fühle mich auch ein bisschen verarscht. Ich bin ja auf Teneriffa gelandet. Und es regnet. Mein Gepäck habe ich schon, das ging richtig schnell. Also ich bin eigentlich direkt ausgestiegen und ins Gebäude gegangen und da ist dann hier schon mein Koffer im Kreis gefahren. Also ich habe jetzt alles, ich gehe jetzt essen, gehe mir noch mal ein bisschen frisch machen, noch mal ein bisschen kaltes Wasser ins Gesicht und dann mal schauen, ob ich erwartet werde.